Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Füssmann Familientreffens mit mir hier heute im schönen Ruppolding. Unser Gast ist heute Franziska Hildebrand. Sie hat hier in Ruppolding ihre sportliche Heimat gefunden. Und was sie alles hier sonst noch so erlebt, wie sie trainiert, das werden wir jetzt dann von ihr auch erfahren. Ich mache mir jetzt auf die Suche nach ihr und ich hoffe, ich werde sie auch finden. Hallo Tobi. Hi Franzi. Mensch, bis ich dich finde, das hat ein bisschen gedauert. Wie geht's dir? Alles gut? Alles gut, alles prima. Sehr gut, sehr gut. Vielen herzlichen Dank, dass wir heute bei dir in Ruppolding zu Gast sein dürfen mit unserem Füssmann Familientreffen. Wir werden ein paar Themen besprechen heute natürlich. Heimat, Familie und auch noch das eine oder andere. Lass dich überraschen, was dich alles erwarten wird. Wir haben ja bei unserem Füssmann Familientreffen wollen wir natürlich auch was über dich wissen. Und nicht nur wir, sondern natürlich auch die Fans. Und da haben wir so eine Rubrik, was die Fans von dir wissen möchten. So. Franziska Hildebrand Ruppolding. Ja, okay. Bin ich jetzt aber auch überrascht. Bin ich auch überrascht. Es wäre jetzt nicht das erste Schlagwort gewesen, was mir eingefallen wäre. Die Frage, was macht Ruppolding für dich aus? Also Ruppolding war natürlich damals für mich die erste Anlaufstelle fürs Training. Hier habe ich einfach alles. Wir haben die Rollerbahn, hier ist der Kraftraum und vor allen Dingen natürlich auch die Berge, die Umgebung, was du hier alles machen kannst. Das ist genial. Bist du gerne auf den Bergen unterwegs? Ja, total. Das ist auch was, das hast du nicht überall in Deutschland. Und hier ist eben mit dem Alpenrand, gehst du los und kannst auch mal 2 Stunden, 3 Stunden brauchen, bis du die Spitze erreichst. Du lebst jetzt seit Zeit? Ich bin seit 2009 tatsächlich schon in Ruppolding. Okay, das sind ja 13 Jahre und bist jetzt heimisch geworden und kennst alles. Und na, was gut. Einiges kenne ich, ja. Perfekt, perfekte Antwort. Thema 1. Franziska Hildebrand, Ruppolding, haben wir abgehakt. Franziska Hildebrand, Social Media. Hab ich. Facebook und Instagram. Sehr gut. Na, aber ganz, ganz ehrliche Frage. Du bist ja noch aus der Vor-Social Media-Zeit, warst ja schon Sportlerin. Ja, bei mir ging es schon los mit Facebook. Ja. Fluch oder Segen? Sowohl als auch. Also zum einen ist es ein Segen, weil man viele Fans erreicht, weil man auch, finde ich, da so ein bisschen das Gefühl hat, okay, man ist da mehr miteinander verbunden. Und auf der anderen Seite auch Fluch, weil es viel Zeit in Anspruch nimmt und weil man sich immer irgendwie ein bisschen überlegen muss, okay, was poste ich jetzt, wie poste ich was, wie spreche ich verschiedene Sachen an, weil je nachdem, wie ich das dann schreibe, reagieren natürlich die Leute dann auch. Ich meine, du wirst es auch kennen. Ja, also bei mir, wo ich meine Karriere beendet habe, ist das ja gerade dann eigentlich so richtig losgegangen. Ich nutze es natürlich auch, sowohl fürs Private, dass du mal private Einblicke gibst, aber natürlich auch berufliche. Und ich finde es gut, aber es kann natürlich schon hin und wieder auch ein bisschen Zeit kosten. Also das ist das, man darf sich nicht irgendwie dann verzetteln, sondern man muss halt dann versuchen, das ja, zielgerichtet umzusetzen. Genau. Zielgerichtet Fotos machen. Und ich glaube, als Sportler ist es dann noch wichtiger, weil du hast so viel Training, so viel Zeit für andere Dinge, die du aufwenden musst. Und da bleibt dann nicht viel übrig, oder? Nee, und also dann auch jedes Mal vom Training ein Foto zu machen. Ja, da steht der Trainer daneben und guckt dich dann schon schief an. Du musst das anders machen. Der Trainer muss das Foto machen. Ja, aber frag den, wenn du den das dritte Mal fragst, Trainer, machst du bitte ein Foto von mir während des Trainings, dann ist der da auch nicht mehr dabei. Ja, gib dir einen Tipp, dann sagst du zu ihm, mach mal ein Video von mir, ein Technikvideo. Ja. Und dann holst du aus dem Video ein Foto und dann hast du es gelöst. Ja, das ist aber die Qualität nicht ganz so gut. Wie man es vielleicht gerne hätte. Aber es war zumindest mal ein kleiner Hinweis. Ja, danke. Gut. Jetzt haben wir die erste Rubrik abgeschlossen. Du hast ja gerade gesagt, hier ist eine deiner Lieblingsrollerstrecken. Mhm. Und wir gehen jetzt eine Runde Skirollern mit einer kleinen Überraschung am Ende. Mit einer Überraschung? Da bin ich auch gespannt. Ja, da bin ich gespannt. Legen wir los, oder? Auf geht's.
Franzi, Sport und Familie hängen natürlich auch sehr nah zusammen. Ich weiß ja bei dir, dass dein Papa war ja dein Trainer, deine Schwester Stefanie hat ja auch Biathlon gemacht. Wie wichtig ist für dich deine Familie? Ja, die sind extrem wichtig für mich. Also zum einen weiß ich, ich habe dort immer den Rückhalt, egal wie es mir geht. Ich kann immer anrufen und dort das Herz ausschütten. Und zum anderen war jetzt speziell mein Vati auch derjenige, der diese Biathlon-Karriere überhaupt erst möglich gemacht hat. Weil er hat so viel investiert ins Training. Meine Schwester und ich, wir kommen ja aus dem Flachland und da ist es einfach schwierig mit Schnee. Und um dort irgendwo auf Ski laufen zu können, hat mein Vater eben diese Kinder immer eingepackt und ist dann mit uns in die nähere Umgebung gefahren. Also sei das jetzt nach Oberhof, nach Oberwiesenthal, auch mal ins Fichtelgebirge, halt da, wo Schnee war. Und hat dort die Zeit investiert, um dann diesen Biathlon-Sport möglich zu machen. Beeindruckend, toll. Das ist dieses Familienunternehmen und ohne meine Eltern wäre das nicht gegangen. Toll, tolle Einblicke. Wir haben jetzt über Sport, Familie gesprochen. Du hast natürlich aber eine Heimat, wo du herkommst aus Köthen. Du hast die sportliche Heimat hier in Ruppolding, aber natürlich auch die Heimat bei dir zu Hause. Und wie wichtig ist es dir? Also es ist mir schon nach wie vor auch sehr wichtig, weil ich bin dort groß geworden. Ich habe dort bis zum Abitur habe ich ja in Köthen gelebt, trainiert, zusammen mit meinem Vati und meiner Schwester. Und es ist einfach immer wieder schön, auch zurückzukommen. Bist du oft zu Hause? Ich versuche, so oft wie möglich zu Hause zu sein. Zum einen, weil meine Familie dort sitzt oder wohnt. Und es ist für mich immer schön und wichtig, vor allen Dingen auch Weihnachten, so in dieser Wettkampfpause, nach Hause zu kommen. Und dann bin ich einfach nur ich. Aber dann bin ich jetzt nicht Sportler, Biathletin, sondern da bin ich wieder Tochter, dann bin ich Enkelin, je nachdem, wer halt gerade da ist. Und das finde ich schön. Das gibt ein toller Ausgleich. Ja, ja. Toller Ausgleich und der gibt Kraft und, ja. Und Zuversicht natürlich auch. Und du hast das Thema Kraft angesprochen. Ausdauer gehört auch dazu. Wir sind auch auf die Tirol unterwegs. Ich würde sagen, wir laufen jetzt wieder ein Stück weiter. Ja. Also ich hoffe, dass ich noch fit bin, weil wir haben ja gleich noch was vor. Genau. Legen wir los. Dann legen wir los. Machen wir weiter. Ah, ordentliche Kurve. Komm mal. Jetzt bist du überrascht, oder? Ja. Was denn das hier, Tobi? Ja, du. Wir haben ja Überraschungen beim Fissmann-Familientreffen. Kleine Challenge. Ja, bunte Hütchen, siehst du ja. Haben einen Parcours aufgebaut. Und da gehört natürlich auch so ein kleiner Wettkampf, kleine Abschlusscompetition mit dazu. Mhm. Hast du Lust? Tobi, wenn es um den Wettkampf geht, kannst du dich warm anziehen. Sehr gut. Ready, set, go! Kleiner Fehler. Ja! Ja, Franzi, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Wo ich schon überlegt, wo ich noch einen Protest einlege. Also, du hast dich auf der Zielgeraden, hast mir nicht viel Platz lassen. Aber du weißt, Streckenbesichtigung ist das A und O. Ja, und dann breit machen. Ja. Nein, aber hast du gut gemacht. Ja, du hast mich jetzt hierher geführt, Franzi. Ja. Ist das ein besonderer Ort für dich? Ja, weil das hier ist so ein Ort, da kann ich mal Kraft sammeln. Das Traunufer ist hier einfach wunderbar. Also zum Joggen oder wenn ich jetzt zum Beispiel krank gewesen bin, dann komme ich hier oft und gerne her, um einen Spaziergang zu machen. Weil ich habe den Wald drumherum. Ja. Und dann den Fluss nebendran. Und das ist so schön, mich da auch zu erholen. Und ich habe das Gefühl, ich gehe raus, ich bin in der Natur und das macht mich irgendwie frei. Ich würde trotzdem sagen, zum Abschluss nützen wir das
schon noch mal aus, oder? Gehen wir ein bisschen kneipen. Also es lädt eigentlich sehr gerne ein. Du, auch das mache ich des Öfteren, wenn ich schon hier bin. Wir haben ja jetzt auch fleißig trainiert. Aber reinspringen werde ich jetzt trotzdem nicht. Das hätte ich vielleicht früher gemacht noch. Nach dem Training, Eisbaden. Ja, auch ein ja. super Ding, nach dem ja. Radeln oder so. Aber du weißt, wie das die Regeneration fördert. Also das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Ja. Ein bisschen cool down. Gut. So, die Beine sind gekühlt, aber du bekommst natürlich jetzt noch deinen Siegerpreis. Genau, das große Eis. Große Eis. Also dann holen wir uns noch was zum Essen und zum Abkühlen. Auf zum Eis. Auf geht's. Ah, jetzt hat. Ja. Tobi, das nenne ich mal eine ordentliche Eistüte. Ja, die erwarte ich jetzt. Das ist das große Eis. Ja. Ja, Franzi, ich darf ja zahlen. Mache ich gerne. Wie viele Kugeln möchtest du haben? Ich bin mit zwei sehr zufrieden, Tobi. Okay, danke. Ja, ich nehme nur eine. Ich muss ein bisschen auf die Figur achten, weißt? Dankeschön. Dankeschön. So, ich sage an dieser Stelle vielen lieben Dank, dass du mit dabei warst beim Füssmann Familientreffen. Es hat riesig Spaß gemacht, einiges von dir zu erfahren. Du hast auch gleich was Neues kennengelernt, wie lange ja, nicht gehabt. Okay. Wir sehen uns dann beim nächsten Familientreffen. Ciao. Ciao.